dann machen zwei auch einen Roadtrip. Schönen guten Morgen. Wir sind schon unterwegs. Hatten einen schönen Abend und eine ruhige Nacht hier am Kattegat Strandcamping. Jetzt auf dem Weg nach Süden. Wir fahren heute mal auf eine kleine Halbinsel. Dort hat es ein schönes Städtchen. Ich muss den Namen euch später sagen, ich kann mir den einfach nicht merken. Und auf der Halbinsel hat es auch einen Campingplatz. Dort wird man dann wieder eine Nacht verbringen. Und dazwischen liegen 116 Kilometer dänische Landstraße. Warum man hier an diesen dänischen Tankstellen offensichtlich auch nicht voll machen kann, sondern bei 735 Kronen 51 das Ding aufhört, Diesel rauszugeben. Keine Ahnung. Hatten wir vor ein paar Jahren in Schweden, glaube ich, ähnlich. Da war es dann irgendwie aber immer ein glatter Betrag. Übrigens, das Ziel heißt Ebeltoft. Der Campingplatz ist aber noch so 2-3 Kilometer weg davon. Ebeltoft ist eben das Städtchen und der Campingplatz liegt in Evenskär an der Ostsee. Und wir fahren auch so ziemlich an der Ostseeküste entlang. Müssen jetzt allerdings zur Überquerung von einem Meeresarm dann nochmal ein Stück ins Inland fahren. Und hier sind wir in Hudup. Lustige Ortsnamen. Das Wetter übrigens heute ein bisschen durchwachsen eher, wie man sieht. Es war immer noch ziemlich warm, 22, 23 Grad. Aber praktisch keine Sonne. Und jetzt hat auch leichter Regen eingesetzt. Dann suchen wir mal die Sonne in Ebeltoft. Der Campingplatz, den wir jetzt heute Nacht hatten, übrigens erste Sahne. Wirklich schöne große Parzellen und jetzt in der Nebensaison auch nicht allzu voll. Also ich denke mal, so ein Drittel gefüllt war da noch. Sanitäre Gebäude vom Feinsten, also das hast du teilweise zu Hause nicht. So eine große Dusche und Bad und Zeug. Und alles sehr sauber. Schöne Wiese mit leicht sandigem Grasboden. Also wirklich ein schöner Campingplatz. Kann man absolut empfehlen. Wahrscheinlich aber auch in der Saison, also in der Hauptsaison. Jetzt so 2-3 Wochen vorher wäre es wahrscheinlich ziemlich voll gewesen. Jetzt ist das Badzimmer, kann nur mit so kleinen Babywannen. Okay. Also man sieht mega kinderfreundlich, eben mit Kinderklos und wirklich. 6 Waschmaschinen, 6 Tumbler, okay. Und jede Menge Duschen und Klos und Entsorgung vom Feinsten, also echt guter Platz. Übrigens, wenn ihr denkt, ihr fahrt hier den Küstwegen, also den Küstenweg und seht die Küste, dann werdet ihr enttäuscht sein. Man sieht nämlich keine Küste. Dazwischen ist immer noch eine Hausreihe. Oder Wald oder Wiese oder Düne oder irgendwas, aber die Straße gewährt keinen Blick auf die Küste. Man hat einfach so das Gefühl, man fährt durch unendlich langen Wald. Was übrigens in Dänemark auffällig ist, da der Verkehr sehr gemächlich läuft und es gibt keine großen Steigungen und Kurven, vor denen man bremsen muss und wieder beschleunigen muss, wirkt sich das sehr positiv auf den Verbrauch aus. Im Vergleich zu Deutschland haben wir jetzt sicher 1,5 Liter weniger auf 100 Kilometer, seit wir hier durch Dänemark cruisen. Sehr auffällig, halb Dänemark steht zum Verkauf. Also Liegenschaften ohne Ende, überall steht das Schild Tilsalk dran, also zu verkaufen. Übrigens hatten wir in den letzten Tagen eine blöde Erfahrung mit unserem Trellino-Klo. Nämlich, wenn du reingebieselt hast,
ist es nicht in den Tank gelaufen, sondern sozusagen im Einfüllstutzen übergelaufen. Aber dazu mal in einem separaten Video noch ein Bericht. Hat uns ziemlich genervt, mehrere Tage lang. Erstens, zuerst dachte ich, es läge an meiner Fahrweise, dass es überschwappt. Tut es aber nicht, es ist wirklich beim Reinrieseln übergelaufen. Heute Morgen habe ich die Lösung gefunden, aber wie gesagt, in einem anderen Video dazu mehr. Hier in Hadsund geht es jetzt wieder über einen Fjord drüber. Wie er heißt, ich muss es einblenden. Und dann führt es weiter nach Süden heute. Wir haben wieder mal eine Stadt erreicht mit Namen Randers. Die liegt hier so an einem Höhenzug über einem Fluss. Hier ist noch eine erwähnenswerte Stadt, das Randers. Sieht irgendwie sehr nach Industrie aus. Kraftwerk mitten in der Stadt sozusagen. Scheint auch noch ein paar Einwohner zu haben, ja. Bisschen Hafenflair gibt es auch noch. Randers ist überwunden. Jetzt geht es wieder genau Richtung Süden. Auf diese kleine Halbinsel, auf der dann das Ebeltorf liegt. Es gibt sogar sowas Ähnliches wie Berge in Dänemark. Also hier, das Land ist doch ziemlich wellig hier an der Ostküste. Es kommt für dänische Verhältnisse doch schon fast ein bisschen alpines Feeling auf hier. Das Ostjütland ist auf jeden Fall eine hübsche Gegend. Wirkt halt heute bei diesem grauen Wetter irgendwie halt auch so ein bisschen trist. Aber mit Sonne wäre das hier durchaus ansehnlich, würde ich sagen. Viele Felder, Wiesen, Bäume, Hecken. Ich denke, der Hauptgrund, warum man nach Dänemark fährt, sind natürlich schon die Küsten. Die Inseln und weniger das Binnenland. Aber ich glaube, das Binnenland hat durchaus auch ein bisschen was zu bieten. Und heute sind wir jetzt noch mal an der Küste, aber ich schätze mal, morgen könnte es durchaus sein, dass es uns mal ins Inland treibt, dass wir dort mal unser Plätzchen suchen. Ja. Da vorne seht ihr schon das Zwischenziel des heutigen Tages, Ebeltoft. Na, wie jetzt diese Bucht heißt, keine Ahnung, ob es die Bucht von Ebeltoft ist, keine Ahnung. Ja, sieht auf jeden Fall mal ganz nett aus hier. Na, im Hafen ist auf jeden Fall was Größeres, mit ziemlich viel Holz dran. Das müssen wir doch unbedingt mal anschauen. Ja, jetzt sind wir hier kurz vor der Innenstadt von Ebeltoft. Soll eine schöne Altstadt haben und wir suchen jetzt mal einen Parkplatz, bevor wir dann zum Blüsheu Camping fahren. Da geht es dann hier links rein. Ja, mit etwas Sonne wirkt das doch schon gleich wieder ganz anders. Die schöne blaue Bucht hier von Ebeltoft. Das ist wirklich eine hübsche Gegend, wenn man eben auch im Hintergrund mal so ein bisschen nicht nur ganz flaches Land sieht, sondern so ein paar Hügel. Macht schon gerade was her. Wir laufen jetzt mal zum Schiff. Also das ist die Fregatte Jylland. Ist ein Museum, kostet Eintritt und mit Hund eher schwierig. Da wir schon solche Schiffe des Öfteren gesehen haben in unserem Leben, verzichten wir jetzt hier
auf diese Fregatte. Aber ein beeindruckendes Teil ist das schon. Mamma mia. Also wer gerne alte Schiffe hat, Segler, sich das betrachten will, der ist hier richtig. Neben dem Schiff, neben der Fregatte, gibt es natürlich hier in Ebeldorf auch noch ein paar andere Sehenswürdigkeiten. Ein Glasmuseum, eine alte Malzfabrik, die Altstadt, das gamle Fiskhus, das alte Fischhaus. Ja, also schon ein ziemlich touristischer Ort hier, aber auch schön, schön gemacht hier. Versuchen wir nochmal das Schifflein von der Sonnenseite aus zu fotografieren, dass wir nicht nur Gegenlichtaufnahmen haben. Hm? Ja, 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 die Maus, die Maus, die Maus. Ja. So, jetzt hier nochmal von der Sonnenseite ein Anblick der Fregatte. Leicht eingerüstet, ja, muss halt immer mal was dran gemacht werden. So wie es aussieht, hat die auch nicht nur Segel, sondern auch Dampfmaschinenantrieb. Also nicht ganz uralt, das Schiff. Und hier der Fischerhafen. Hübsch. Vorne jetzt das Glasmuseum und dort hinten dann die Altstadt. Übrigens, das Wasser hier in diesem Hafen, brutal klar. Wahnsinn. Ja, laufen wir hier mal die südliche Dorfstraße und nachher noch die nördliche. Das Unterdorf haben wir jetzt. Sehr schön. Jetzt kommt noch das Oberdorf. Da haben wir jetzt das alte Rathaus. Ja, das Dörfli hier. Oder das Städtli. Was auch immer es ist. Es ist hübsch. So richtig hügelig. Also nicht nur die Gegend ist hügelig, sondern auch die Städtchen sind hügelig. Also Ebeltoft ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Ich glaube insgesamt gesehen jetzt bis jetzt der Ort, der mich am meisten überzeugt hat, so von der Optik. Irgendwie noch ein Museum. Farbergarten Old Dye Works. Ist das Färbereien oder was ist das? Ja. Nach dem Städtli-Besuch von Ebeltoft geht es jetzt nach Elsegaard. Und dort liegt dann der Blomsøy Campingplatz. Oberhalb vom Meer. Dieser leicht hügeligen Landschaft hier. Wow. Blüsøy Camping. Ja, der Campingplatz hier ist einigermaßen groß und wir haben dummerweise die Karte vergessen. Jetzt versuchen wir uns zu erinnern, wo wir eigentlich hin wollten. Aber jetzt haben wir es im Griff. Als Bergbewohner müssen wir natürlich auf den Berg. Kochen mit Meersicht.
heute am Bluesheu Camping in Elsegard. Mein Gott, jetzt habe ich lange geübt, bis ich das mal hinkriege. Genau. Und was gibt's heute? Naja, das meiste ist schon im Topf drin. Wir machen heute mal ein bisschen ein einfaches Gericht, nämlich Linseneintopf mit Karotten, Frühlingszwiebeln, Würstchen, Wienerli, Würstchen und ein paar Kartoffeln kommen noch rein von gestern. Heute mal ein Topfgericht. Darf auch mal sein. Braucht auch nicht so viel Strom. Ja, gut, die Linsen, die brauchen zwar relativ lang, somit die Betriebszeit von der Induktion doch erwähnenswert. Während die Linsen da so friedlich auf Stufe 1 vor sich hinkochen, die brauchen jetzt vielleicht nur so 8 bis 10 Minuten, mal ein erstes Fazit zu unserer Induktionskocherei mit Strom. 7 Tage sind wir jetzt hier in Dänemark unterwegs und haben immer selber gekocht. Einmal haben wir den Lotus Grill angeschmissen für ein paar Würstli zu machen. Da habe ich den Induktionsherd nicht gebraucht. Dafür am nächsten Morgen zum Frühstück gab es noch ein paar Rühreier mit Speck gebraten. Haben wir auch noch ein bisschen was verbraten. Ja. Wir bewegen uns jetzt bei der EcoFlow immer so zwischen Minimum war, glaube ich, 29% und das Maximum war so um die 85 oder 89%. Und es hat sich so herausgestellt, dass quasi eine warme Mahlzeit aus mehreren Bestandteilen für 3 erwachsene Personen so 20, 30 oder 40% benötigt. Und die muss man natürlich wieder reinbringen. Wir sind ja nicht große Strecken gefahren, also die Strecken waren irgendwie alle so zwischen 100 und 160 Kilometern hier in Dänemark. Also nur so 2, 2,5 Stunden reine Fahrzeit. Dazu gab es natürlich noch den Solarstrom und der ist jetzt durchaus erwähnenswert. Einen Tag haben wir uns ja überhaupt nicht bewegt, da haben wir 1,5 Kilowattstunden fast hier mit Solarenergie gewonnen, obwohl der Tag nicht durchgehend sonnig war. Also jetzt so im Sommer, wenn man sich bewegt oder Sonne hat, kann man also jeden Tag im Oski kochen. Wie das dann im Winter bei Nichtbewegen und bedecktem Himmel aussieht, mag ich mir zwar jetzt gar nicht ausmalen, aber der Winter ist ja auch nicht unbedingt unsere Reisezeit. Die beginnt nämlich in der Regel so im April und endet im Oktober. Und die Winterreisen, das sind dann Kurztrips, die ich zusammen mit den Kumpels mache, das sind dann Wochenenden und da kommen wir alle mal mit dem Strom irgendwie aus. Natürlich muss man ganz klar sagen, die EcoFlow muss dann einfach zu Hause vollgeladen werden in der Wohnung und hier vollgeladen montiert werden. Und dann kann man auch mal zweimal damit kochen, weil sonst kommt ja nicht viel rein. Das ist schon klar. Aber für unser Reiseprofil scheint das relativ gut aufzugehen bis jetzt. Ja, hier diese Zeltplätze, die sind schon echt cool. So terrassenförmig direkt über der Ostsee. Das macht schon was her. Okay. Jetzt sind wir hier auf der Hundewiese, die gar keine Wiese ist. Es ist einfach ein kleines Waldstück. Irgendwie so 10 mal 3 Meter, wo der Hund frei laufen darf. Bringt es jetzt auch nicht wirklich. Das kann man sich grundsätzlich sparen. Also der Bereich ist der Hundebereich. Ja. Ziemlich viele Mücken. Leicht eingezäunt.
Also die Emmy braucht das, glaube ich, nicht. Ja, diese Plätze hier, die standen vorhin auch noch zur Diskussion. Aber ich glaube, wir oben auf unserem Plateau, wir haben es doch echt gut getroffen. Aber insgesamt viele, viele schöne Plätze hier. Viele Deutsche, viele Holländer haben wir gesehen. Dänen sind auch noch einige. Also weniger jedenfalls als heute Morgen auf dem Campingplatz. Da am Kattegat Strand Camping. Hier ist es irgendwie doch deutlich gemischter. So, und ich mache jetzt mal ein bisschen Homeoffice. Datenschaufeln. Alle Speicherquellen über.